Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem Halleschen FC und den Gästen vom KFC Uerdingen. Die Trainer haben Platz genommen. Wie immer hat der Gast das erste Wort. Stefan Krämer, Ihre Analyse bitte. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Mit der ersten halben Stunde war ich extrem unzufrieden. Bei uns geht es in der Kabine eigentlich in der Halbzeitpause immer sehr, sehr analytisch zu. Heute war es ein bisschen lauter, weil mir einfach die ganze Vorstellung der ersten halben Stunde nicht gepasst hat. Das war zu schläfrig, das war zu fahrig, das war zu passiv. So nach einer halben Stunde war das Spiel dann offen und in der zweiten Halbzeit fand ich, haben wir es ganz vernünftig gemacht. Auch gar nicht so unverdient dann in Führung gegangen. Dann die große Chance zum 2-0 in der 87. Und dann passieren halt Dinge, die nur im Fußball passieren oder generell vielleicht in anderen Sportarten auch, aber ist dann halt so, das kann man logisch nicht erklären. Der Gegner hat viele große Spieler um unseren Strafraum, der Ball wird abgelegt, ein ganz normaler Flugball, den kannst du einfach dann auch nicht verteidigen und der macht ein Tor des Monats, dann ist es so, das wäre glaube ich auch für das Spiel das gerechteste Ergebnis gewesen, das Unentschieden. Naja, und dann kommt halt die Qualität von Beuth dann noch wirklich nochmal zum Tragen, kommt noch ein langer Ball rein, verlieren ein Kopfballduell gegen einen großen Spieler, schließen dann nicht richtig dahinter und Terenz macht es dann auch einfach richtig gut, das muss man anerkennen. Und so verlierst du ein Spiel, wo du eigentlich zur Halbzeit froh sein musst, dass du nicht zurückliegst, dann aber in der 87. eigentlich 2-0 gewinnen kannst und stehst am Ende des Tages mit leeren Händen da. Das ist natürlich für uns in unserer Situation doppelt bitter, aber müssen wir jetzt mit umgehen, es ist wie es ist. Und versuchen wir nächste Woche in Pferd zu gewinnen. Danke. Ja, danke Stefan Krämer. Übergebe das Wort an Florian Schnorrenberg. Ja, guten Abend zusammen. Stefan, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich habe eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gesehen oder mindestens 28 sehr gute Minuten meiner Mannschaft. Waren unheimlich gut im Spiel, sehr aggressiv, sehr laufstark. Viele Zweikämpfe für uns entschieden, vielleicht den einen oder anderen Torabschluss einfach noch nicht erfolgreich nutzen können. Dann war, glaube ich, die erste Chance für den KFC der Distanzschuss von Feigenspahn. Und den müssen wir natürlich nochmal erwähnen, weil wieder Tor macht aus dem Winkel, der ist auch sensationell. Und dann hat er nachher noch, wo wir Sven Müller haben, Stefan hat gerade schon geschildert, haben immer daran geglaubt, heute noch zurückkommen zu können, wenigstens den Ausgleich zu machen und einen Punkt hier zu behalten. Haben dann Stiepe nach vorne gestellt, haben wir übrigens in Kaiserslautern auch schon versucht. Und dann haben wir einfach auch das Quäntchen, der erste lange Ball, dann bei ihm landet, wir ausgleichen können. Und alles andere, die letzten Minuten, sind dann einfach ja total emotional, total verrückt, weil in der 89. Minute rechnet natürlich dann erstmal keiner mehr, dass wir hier einen Dreier holen können. Und er tut uns unglaublich gut und gibt uns hoffentlich sehr, sehr viel Kraft für die nächsten ja sehr herausfordernden Aufgaben. Aber freue mich unglaublich für meine Mannschaft, dass sie sich für einen Wahnsinnsfight dann sogar noch mit 3 Punkten belohnen konnte. Vielen Dank. Ja, danke Florian Schnorrenberg. Soweit die Statements der Trainer. André, hast du Fragen an euren Trainer von den Medienvertretern? Ich habe noch 2 Fragen bekommen, die ich an Florian Schnorrenberg stellen möchte. Und zwar die erste Frage, die Entscheidung, Stipe Vucic in die Spitze zu schicken, war ihr Glücksgriff. War das am Ende ein Alles-oder-nichts-Gedanke? Ja, das wir, wie ich gerade schon sage, das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch gemacht und versucht bei Rückstand einfach noch einen Kopfballspieler mehr dann zu haben, vielleicht auch eine Kopfballverlängerung für Terence noch zu erzielen. Und heute hat es dann fantastisch geklappt, alles oder nichts. Wir haben jetzt sind in der Viererkette geblieben, haben nur noch eine 6 dann gehabt mit Papadopoulos. Wir mussten heute alles riskieren in so einem wichtigen Spiel, um dann wenigstens einen Punkt hier zu behalten. Und die zweite Frage, was bedeutet Ihnen die Aktion von Terence Beuth, der nach dem Siegtreffer direkt zu Ihnen gerannt kam? Ja, erstmal haben wir alle gesehen, dass der Muskel bei Terence wieder hält, weil er noch so einen langen Sprint machen kann in der Nachspielzeit. Ansonsten muss ich sagen, ist natürlich schön, dass er sofort kommt, weil wir unheimlich viel investiert haben. Und ich glaube, ja, dass wir ein intaktes Verhältnis haben. Und Terence hat uns in der letzten Saison geholfen und in dieser sehr, sehr häufig auch schon. Und deswegen freue ich mich natürlich aber für die ganze Mannschaft. Gut. Dann war es das. Dann schönen Dank Ihnen, ein schönes Wochenende, Gästen aus Uerdingen, eine gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.